Liebe Freunde und Freundinnen, es ist auf jeden Fall schön, dass ihr euch heute so zahlreich versammelt habt, um mit uns hier in Buch zu gedenken. Es gibt tatsächlich auch zu dieser Dieter Eich-Demo in diesem Mai 2018 eine positive Nachricht, nämlich der Mord an Dieter Eich wurde anerkannt als rechter Mord. Wir haben in der Initiative, ich habe das vorhin schon mal gesagt, nach der 10-Jahres-Demo 2010 überlegt, ob wir für die Anerkennung dieses Mordes als rechte Tat eintreten, ob wir dafür kämpfen. Wir haben diese Entscheidung letzten Endes in die Richtung getroffen, dass wir uns darauf konzentrieren, diese Gedenkdemo jedes Jahr zu machen und für einen Gedenkstein einzutreten. Weil, was ändert das? Was ändert das, wenn der Staat diesen Mord als rechte Gewalttat anerkennt? Für alle Leute, die um dieses Gedenken sich die letzten Jahre gekümmert haben, war dieser Klick aufs Handy, diesen Artikel im Tagesspiegel zu lesen, einfach eine große Angelegenheit. Es war einfach schön, auch wenn es natürlich so eine staatliche Anerkennung ist, zu sehen, dass es halt irgendwann passiert ist. 6 Tötungsdelikte wurden anerkannt. Und an der Stelle nochmal Danke an die Leute der Uni Potsdam, die diese Studie gemacht haben, die eben nicht nur nach polizeilichen Bewertungsmaßstäben gegangen sind, sondern die auch mal geguckt haben, ob die Täter sich vielleicht nicht in einem Nazi-Umfeld bewegt haben. Denn die Kriterien, nach denen eine Mordtat als rechts angesehen wurde in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, die sah so aus, dass man schon, wenn man das Opfer absticht, Heil Hitler schreien muss. Und das muss auch noch jemand gehört haben. In diesem Sinne, großes Dankeschön an die Leute, die diese Studie gemacht haben. Aber wir können auch als Initiative selber sagen, dass wir die Anerkennung aller Opfer rechter Gewalt wollen. Weil Nguyen Thanh Dung, der in Marzahn vor 10 Jahren umgebracht wurde, in diesem Jahr im August jährt sich der Todestag, ist aus unserer Sicht beispielsweise ein Opfer rechter Gewalt. Nur weil der Täter eine psychische Störung hatte, ist es deswegen kein rassistischer Mord. Denn der Mensch hat ihn umgebracht, weil er meinte, es ist ein Fidschi, es ist ein Zigarettenhändler und ein Krimineller. Es sind trotzdem rassistische Motive, unter denen er ihn umgebracht hat. Und deswegen sagen wir, für die Anerkennung aller Morde der Opfer rechter Gewalt. Und das betrifft genauso auch die Morde, die in Neukölln passiert sind. Luke Holland und Burak Bektaş. Und wir hoffen, dass es eben nicht nochmal so lange dauert. Und deswegen freuen wir uns, dass heute Menschen aus der Burak-Initiative da sind, die heute ein paar Worte zu ihrem Kampf um Erinnerung und zu dem Mord an Burak Bektaş sagen werden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid.